So, liebe Leute, wir befinden uns jetzt beim Orden des Wissens. Da haben wir auch früher mal eine Timelapse gemacht. Das ist jetzt auch, boah, das ist auch schon wieder her, ne? Junge, Junge. Die ist schon sehr lange her. Ich habe mich jetzt gerade gewarbt, hier sind hier noch die ganzen... Die Chunks müssen erstmal hier laden. Komm hier mal erstmal hier so. Machen wir, Egal, mal durch die Sichtweite, so dann ja, genau. Sich's auf. So, und zwar, was viele vermuten, aber, ja, noch nicht gesehen haben, ist, dass dieser Gang oder dieses Tor auch wirklich später betretbar sein soll. Und zwar haben wir hier hinter eine kleine Halle. Gehen wir mal rein mit einem Kompass. Die, ja, wie soll man sagen, die führen zu den Ältesten, nennen wir es mal so, zu sind die Lehrerzimmer. Die Lehrerzimmer, ja, genau. Und zwar haben wir das insofern hier schon mal gebaut, dass es hier irgendwie sowas ist, ne? Keine Ahnung. Es ist alles noch sehr im Rohbau. Ich habe letztens, aka vor so 2 Monaten, zuletzt hier dran gearbeitet. Oh, was ist denn das hier? Wolle. Verpiss dich. Ich hatte das übrigens mal markiert gehabt, weil ich das dann irgendwie den Gang hier unten, glaube ich, geflippt habe. Sind aber individuell geschossene Gänge. Nur hier den Boden, den habe ich kopiert. Und da geht es, ich muss mal gerade hochfliegen, was steht denn hier? Also hier findet man das Wissen der Welt. Alles klar. Guck mal, weiß ich selbst alles nicht mehr. Und hier müssen wir größtenteils noch einige Räume einrichten. Hier haben wir so einen großen Raum. Da müssen wir mal gucken, ob wir später hier vielleicht noch irgendwelche Questen oder so geben, wenn wir mal endlich ein passendes Plugin haben. Ich habe hier so ein bisschen auch schon eingerichtet, denn hier hat jeder jeder Lehrmeister so sein ja, wie nennt man das? Seine eigene Kabine. Sein Sprechzimmer. Ja, das sind so Da kommt man da hin und sagt, boah, ich wurde gemobbt. Also hier ist so eine Seero, wie nennt man das? Kompassrose, keine Rose. Ahnung. Auf dem Boden, jeder Pfeil zeigt in irgendeinen Raum, beziehungsweise dieser und dieser zeigen wieder nach draußen. Hier ist dann, wir müssten vielleicht oben mal noch so ein paar Schilder machen. Da können wir so ein paar, komm, wir nehmen uns mal Schilder und benennen die Räume nach den Lehrmeistern, die da drin sind. Hier ist zum Beispiel der Obermagier Mulcho. Das ist von Madis, den kenne ich über Madis. Ist so auch noch so ein Admin-Kollege, nennt man das mal. Größe Strich, Strich, X, Strich, 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 X, Strich, Strich. Ja, ja. Ja, aber du hast hier 2, 3, 3. Da war ich besoffen. 2, 3. Eigentlich mache ich mal 2, 3, 3, 2. Mulcho. Ich mache nochmal der Weise. Ja, immer so wie bei Herr der Ringe, Gandalf der Graue. Dann nenne ich mein... Warte, wir müssen es am Rand machen, weil die Ecktürme haben es oben ein bisschen schwierig. Daher würde ich es immer rechts an der Tür machen, an den Holzpfosten. Okay. Dann nenne ich meine... Die erste und die letzte Zeile werden mit diesen Strichen, X-Strichen befüllt. Am besten. Was haben wir hier? Ah ja, die wollen wir jetzt einrichten. Da müssen wir nämlich noch einen Raum. Und da hinten. Ich glaube, die restlichen sind alle schon soweit getan. Ah. Oh, verdammt, ich hab's nicht an den... Moment. Move 1. Da, jetzt. Jetzt passt er doch. Und ich mach den letzten dann. Was sind denn tolle Namen, ey? Mir fällt nichts ein, ey. Hugrum. Der Alte ist bei, habe ich genommen bei dem einen.
Der räudige Hund. Der böse Lehrer. Nein, ein Buchstabe fehlt. Hugrum, der Wurzelzwerg. Wie ist der genannt? Der Alte. Wie heißt denn der? Was? Fenrik. Oh, jetzt kommen die ganzen Fantasy-Namen. Und das, wie man sieht, wenn ich mich hier auf die Mitte stelle, ist auch exakt die Mitte der, Moment, hier ist die Mitte, so. Ist exakt die Mitte von dem Platz über einem. Der Raum ist recht tief gehalten, das hatte ich mir so gedacht, dass es recht cool kommt. Tralflas, der Fusselige. Jetzt geht's aber. Ja, so. Klar. Und jetzt müssen wir hier zwei Räume machen. Und zwar, ich guck mal gerade, wie breit ist denn das hier? Und zwar brauchen wir 1, 2, 3, 4, 4 Radius. Und der Gang ist 1, 2, 3, 4, 5. Was ist denn hier gemacht? Achso, hier, ach so, ist, ja hier auch. Ist der okay. Gang. Also hier ist... Der Gang ist schon drin. Ich mach mal hier. Gucken wir einfach mal. Psyll 0, 4, 3. Hier sieht man übrigens, wie das alles vorher aussah. Also ich hatte das vorher ausgehoben und dann später doch etwas niedriger gemacht. Das ist übergeblieben. Das füllen wir auch nicht. Das ist versteckte Kunst. Jetzt kommt hier so ein Torbogen hin. Wo bist du? Ich hole mir gerade die Steine von dem anderen. Also. So. So, das heißt, von innen. Aber ich muss jetzt hier nochmal. Bevor du was machst, stopp. Ich mache jetzt nochmal im 5er-Radius einen hohlen Zylinder. Und zwar von mit 98. Das heißt, wir müssten die einen Säulen nochmal neu setzen. So. Ist der Raum gleich eingerichtet? Hier mit so einem. Von den Mauern her ja. Von den Einrichtungsgegenständen. Moment. Eher nicht. Ja, dann würde ich aber auch sagen, wir richten den einen Raum. Warte, gucken. Ich glaube, hier die waren dann. So. Ich guck gerade. Wir richten dann den Raum ein und. Brauchen wir nur noch Boden und Decke, ne? Und kopieren den dann. Ja. Achso, was ich hier noch gemacht habe. Sind so Holz, ich weiß gar nicht, habe ich das überall? So Bücherregale, ich muss gerade mal gucken. Ja, die Deckenverzierung ist ein bisschen, oh, hier ist kein Raum. Ist ein bisschen interessanter gestaltet, pro Raum. Hinten an den Ornamentsteinen, an den normalen Ornamentsteinen, sind die Fackeln für den Raum übrigens. Ich renne jetzt hier gerade wie so ein Irrer durch, okay. Hier müssen die auf jeden Fall hin. Aber ich finde diesen großen, runden, leeren, tiefen Raum ultimativ cool. Also auch mit diesen vielen Türen und Möglichkeiten, das finde ich für so einen Orden eigentlich total spitze. Ich glaube, hier gingen wir anders vor. Hier waren Bücherregale, Daniel. Ja, macht ja nichts. Und die Fackeln würde ich nur an den beiden Enden machen. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Und jetzt müssen wir noch einen höher hier. Und da wieder eine Treppen. Trappen, Zeile, hinknallen. Ja, dann. Oder? Geister oder? Wie? Ja, das muss genau gleich so von der Architektur. Ich gucke jetzt gerade nochmal, wie das da war mit den Half-Slabs. Ah ja, genau. Also es muss eigentlich exakt dieselbe,
dieselbe Methodik wie da drunter angewendet werden. Aber warte. Ich stelle mich einfach mitten auf den Stern da in der Mitte. Ich sehe das dann von da. Das nicht schlau, das ist doch so mega ultra schlau. Sag Bescheid, wenn ich kopieren kann. Acker Bescheid. Neid. 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 Ja, Bescheid. Und jetzt mache ich Rotat. Rotate. Plus 90. Was? Minus 90. Ja, minus 90, habe ich gesagt. Achso, ich habe Plus verstanden. Dann Paste. Geiler Scheiß. So. Hast du natürlich wieder nicht alles mitkopiert? Nein. Hier die Wände waren noch alt. Die auch. Dann mache ich mal hier wieder ein Bild. Ja. Strich, 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 X, Strich, Strich, X, Strich. Und hier wohnt. Ja, erzähl. Magnolia die Irre. Ja, genau, Frauen gibt's ja auch. Haha, schon fast vergessen. Ja, man denkt ja immer so bei so Orden, alte Männer, die was lehren. Mach Ephia. Ne, wie hieß der von 300? Der bucklige Ephiates oder so? Ja, ne, finde ich zu. Zu mythologisch. Rapsöl. Rapsul. Das klingt schon fast wie so ein Dämon, der zu viel Rapsöl trinkt. Jetzt Der ein Hip-Hop-Album herausgebracht hat. Rapsul, der der Hungrige. Wird orthodox so geschrieben? Ich hoffe, man hört jetzt gerade mein Handy nicht so am Abdrehen. Ja, unortho... Keine Ahnung, glaub schon, weiß ich nicht.